Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist René Wengelewski und in dem heutigen Video möchten wir euch die Einzelkorn-Sämaschine Precea von Amazone vorstellen. In einem meiner letzten Videos habe ich euch bereits gezeigt, dass der 728 auf den Hof gerollt ist. Und in einem so einen Nebensatz habe ich erwähnt, dass eventuell noch eine weitere Maschine kommt. Und genau heute ist der Tag, wo das eingetreten ist, denn der Hintergedanke war, wir wollen mit der Maschine natürlich auch Mais legen. Und wir haben ja selber nur den 6-Reiher von Kuhn. Und das macht natürlich nicht ganz so viel her. Und dann bin ich hingegangen, habe bei Amazone spaßeshalber mal angefragt, ob die nicht noch was im Petto haben. Und die sind mit ihrer Precea auf Vorführtour. Die Maschine haben wir hier und auch einen absoluten Spezialisten für diese Maschine. Moin erstmal. Ja, moin René. Mein Name ist Nils Burrichter. Ich bin Verkaufsförderer bei der Firma Amazone und möchte heute einmal die Precea vorstellen, die wir netterweise bei René vorführen dürfen. Ja, genau. Dann schieß mal los. Ja, Precea. Wofür steht die Typenbezeichnung? 6000. Hier haben wir eine 6-Meter-Maschine mit einem 75 cm Reihenabstand. Strich 2 heißt geklappt, CC, Heckdüngertank. Super heißt bei uns elektrischer Antrieb für Dünger, aber auch für die Vereinzelung. So ist kein Problem, über Applikationskarten mit der Maschine zu arbeiten. Ja, ich muss erstmal einen Schritt weiter weggehen, weil das ist schon ein ziemlicher Bobby. Also es ist auf jeden Fall ein ganz schöner Unterschied zu unserer Maschine. Man merkt auf jeden Fall, dass da ein bisschen mehr Material dran ist und das schon eher für Profis gedacht ist, würde ich mal behaupten. Ne? Genau, mit der Maschine sind wir jetzt seit im zweiten Jahr in Serie auf dem Markt. Mit der Precea sind wir ja seit 2017 auf dem Markt, angefangen mit 3 Meter und 4,5 Meter Arbeitsbreite. Und jetzt im nächsten Schritt dann vor 2 Jahren mit der 6 Meter angefangen. Ja. Genau. Ja, vielleicht erzählst du uns noch mal erstmal, was hier mit der Anhänger und so weiter. Wir haben die Maschine jetzt extra noch nicht angehangen, damit wir hier vorne uns das Ganze einmal angucken können, was überhaupt hier für Anschlüsse sind und was wir alle soweit vorbereiten müssen. Genau, also die Precea Super gibt es nur als Isobus-Maschine. Wir haben hier entsprechende Komforthydraulik verbaut. Das heißt, wir brauchen entsprechend ein doppelwegendes Steuergerät, haben da 3 verschiedene Funktionen drauf. Mhm. Haben hier unten dann entsprechend noch mal eine Rahmenballastierung als Option. Die Rahmenballastierung ist einmal, um die Maschine in die Erde zu haben, damit die Maschine sich nicht aushebt. Der nächste Vorteil ist aber, wenn die Maschine mit leeren Tanks sich aufbauen sollte bei hohen Geschwindigkeiten, kann ich gegenwirken, weil nicht jeder Schlepper doppelwiegende Unterlenker hat. Ja, also im Prinzip funktionsweise, diese Kunststoffrollen drücken dann unten unter die Unterlenker, genau. Wir haben hier dann 2 doppelwiegende Zylinder, hier die Stickstoffblase. Wir sehen hier oben im Manometer dann den Druck. Und wie gesagt, in erster Linie, damit die Maschine sich nicht aushebt bei hohem Schardruck. Der nächste Vorteil ist aber bei hohen Geschwindigkeiten, dass die Maschine nicht anfängt, sich aufzubauen, zum Beispiel bei leichten Böden. Ja. Weil wir fahren hier mit der Maschine, wir können bis zu 15 km/h fahren. In der Regel liegt man so bei 13 km/h, weil irgendwann das Lenksystem natürlich auch an seine Grenzen kommt. Und dann fliegt man unter Umständen auch irgendwann vom Sitz. Genau, das ist auch das Problem. Das ja, diesen Unterziehrahmen, oder wie man ihn nennt, kennt man ja auch von Grimme, von der Matrix beispielsweise, ist da immer serienmäßig mit bei, wenn hydraulische Schardruckverstellung quasi ausgewählt wird. Hier ist es dann in dem Fall dann auch optional mit erhältlich. Genau. Wir empfehlen das mit einem hydraulischen Schardruck, der ist auch hier verbaut, aber es ist nicht zwangsläufig, dass man es mitnehmen muss oder bestellen muss. Ja, okay. Genau. Kommen wir sonst mal zu technischen Daten. Hier haben wir dann den Heckdüngertank mit 1250 Liter, kann man auch mit 950 Liter bekommen. Fahrtrichtung links sieht man dann das sogenannte Smart Center. Das Smart Center kennt der ein oder andere von der Kataya, aber auch von der Centaya. Ja. Wir können schön komfortabel von der linken Seite den Dünger abdrehen. Um den Dünger abzudrehen, können wir dann hier schön die Wand Fahrtrichtung links rausziehen. Wir brauchen nicht mehr hinter der Maschine krabbeln. Das ist auf jeden Fall schon mal cool, dass man die beide von einer Seite rausziehen kann. Ne? Vielleicht können wir es mal kurz zeigen. Die kann man hier so ineinander haken. Dann, ne? Genau. Warte mal, ich gehe mal auf die andere Seite. Ist eigentlich wieder so simpel wie genial, muss man sagen. Und egal, ob wir jetzt über 3 Meter, 4,5 Meter oder 6 Meter reden, es ist immer das Gleiche hier im Smart Center, es ist gleich aufgebaut. Ja. Wir haben dann serienmäßig immer einen Abdrehtaster, das heißt, ich kann hier komfortabel auf der linken Seite abdrehen. Optional haben wir dann ein Twin-Terminal, wo ich dann die aufgefangene Menge eingeben kann. Zusätzlich bieten wir aber auch jetzt an,
eine App-Variante, dass ich über mein Smartphone dann abdrehen kann. Ja. Wie bei der Kataya bieten wir das an, bei der Centaya, also bei den elektrischen Antrieben, bei der Seetechnik ist das auch möglich. Ja. Und dann auch Kleinigkeiten wie unser Falteimer ist mit an der Maschine, unsere Abdrehwaage, auch das haben wir übernommen von der Kataya. Es ist alles zentral auf der linken Seite, wir können hier unsere Waage einhängen. So, dass ich wirklich kurze Wege habe zum Einstellen der Maschine. Und ich wollte gerade sagen, das sind halt hier diese kleinen Details, die es halt echt schön machen für, in dem Fall, mich als Endnutzer, muss ich sagen. Also zum einen hier so, keine Ahnung, Piktogramme und so weiter. Hier sind sie jetzt in dem Fall aufgeklebt. Im hinteren Bereich bei den Elementen sind sie, glaube ich, auch ausgelasert zum Teil, dass man sie auch gar nicht groß irgendwie abwaschen kann oder sowas. Und solche Sachen wie die Waage, so ein Anschlagpunkt allein hier für den Eimer, das sind einfach schöne Zusatzelemente, wie ich finde. Genau. Bei den Antrieben ist es so, bei der Precea super, für den Düngertank gibt es einmal einen zentralen Dosiermotor für die volle Arbeitsbreite oder so wie wir es hier verbaut haben, dezentral für jeden Auslauf haben wir einen Elektromotor und so können wir den Dünger sogar im Keil alle 75 cm abschalten. Ja, und wir können natürlich auch dann per Ray per Section dann quasi auch jedes Element dann unterschiedliche Unterfußdüngermengen ausbringen. Ne? Genau. Werden wir auch machen. Und was wir hier auch haben, ist eine Option. Wir haben hier Wiegestäbe verbaut. Das heißt, wir können auch entsprechend im Terminal sehen, wie voll der Düngertank ist. Mhm. Zeitgleich mit dem Arbeitsbeleuchtungspaket haben wir ein sogenanntes Befüllmanagement. Das kommt aus unserem Düngerstreubereich, ZV, ZTS, dass ich optisch außen über die Beleuchtung sehen kann, wie voll mein Behälter wird. Mhm. Das können wir nachher auch gerne demonstrieren, wenn wir dann befüllen. Ja. Die Wiegestäbe, vielleicht kannst du einmal kurz zeigen, wo die sind, wie das aussieht. Die Wiegestäbe, siehst du hier, haben wir auf der linken und rechten Seite. Hier sehen wir den Messbolzen, das Kabel. Da liegt entsprechend der Düngertank auf. Genau, und dann auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten. Ja, durch den elektrischen Antrieb brauchen wir auch natürlich eine Fahrgeschwindigkeit, die wir abnehmen. Dafür haben wir hier den Radarsensor verbaut als Option. Wir können natürlich auch vom Schlepper das Signal abgreifen. Und für die Arbeitsstellung haben wir dann optional hier den Arbeitsstellensensor. Aber auch da können wir, wenn wir wollen, über das Isobus vom Schlepper das Abgreifen von den Unterlenkern. Mhm. Das heißt, wofür im Detail brauchen wir den Arbeitsstellungssensor? Für die Ecken und wenn ich in den Ecken rückwärts reinfahre und nicht über Section Control fahre, erstmal für die erste Runde, fürs Ein- und Ausschalten der Dosierer. Ja, okay. Und für die Spurenreißer dann wahrscheinlich, wenn ich sie dann nutze. Genau, fürs Weiterschalten, ja. Ja, serienmäßig haben wir dann Spurlockerer auch hier verbaut. Die kann ich entsprechend deaktivieren hier über den Hebel. Sind gekoppelt am Klapprahmen. Sobald ich die Maschine ausklappe, fahren die runter. Klappe ich die Maschine wieder zusammen, fahren die Spurlockerer wieder automatisch hoch. Mhm. Die Höheneinstellung kann ich dann mechanisch hier über die Bolzen auf der linken und rechten Seite dann noch einstellen. Mhm. Jo, gut. Und dann sehen wir schon diese üppigen Räder hier auf jeder Seite. Vier Stück jetzt in dem Fall. Genau. Wir haben serienmäßig immer ein Tragrad pro Seite verbaut. Hier haben wir jetzt zwei pro Seite. Wir haben hier einen Profilrahmen, hat den Vorteil, wir haben keine feste Anbindung der Tragräder. Wir können sie seitlich auch verschieben. Man kann aber natürlich auch hinter dem Aggregat bzw. zwischen den Aggregaten Reifen verbauen. Also da ist man flexibel, ob vor dem Rahmen oder dahinter. Mhm. Das heißt, ich könnte auch die Reifengröße hinten hinter bekommen oder würden die dann anders aussehen? Technisch könnte ich die dahinter bekommen. Wir empfehlen es aber nicht, weil man dann entsprechend nicht mehr zwischen den Aggregaten vernünftig das Saatgut ablassen könnte. Okay, verständlich. Ja. Dafür haben wir dann schmalere Reifen, die circa die Hälfte dieser Breite haben. Ja. Ja, okay. Aber auch da ist es möglich, dass ich dann auch hinten vier verbaue. Wie gesagt, aufgrund des Profilrahmens haben wir keine feste Anbindung. Wir können die dann frei wählen, wo wir die montieren möchten. Ja, okay. Ja, wenn wir uns hier hinten das einmal anschauen, auch hier durch den Profilrahmen sehen wir, die Aggregate sind hier aufgeklammert. Wir können ohne Probleme hier auch aus dem 8-Reiher 9-Reiher machen. Dadurch, dass wir die seitlich verschieben können. Wenn wir jetzt eine Precea haben, mit einer Fronttankmaschine, das heißt,
wo wir den Düngertank vorne haben, könnten wir zum Beispiel auch hinten dann 12 Aggregate aufbauen auf 45 oder auf 50 cm. Mhm. Und dann im Frühjahr umbauen bei Maisaussaat auf 75, im Sommer dann für die Rapsaussaat auf 45. Da würde mich tatsächlich nochmal die Zugänglichkeit nachher interessieren, wenn man die dann entleeren möchte, wenn man tatsächlich dann auf 50 oder 45 zusammengeschoben hat. Dann ist natürlich weniger Platz, ja. Das ist so. Aber ich Ernährung gucken wir uns da gleich nochmal eben an. Genau, das können wir uns dann gerne nochmal anschauen. Ja, dann kommen wir einmal zu dem Seeaggregat bzw. zu der Aufnahme hier vorne. Mhm. Wir haben hier die Schardruckverstellung. Hier jetzt die hydraulische Variante, serienmäßig haben wir es mechanisch. Bei der mechanischen Variante ist es so, wir haben maximal 200 Kilo Schardruck. Mhm. Das Schar an sich wiegt 120 Kilo. Mit der mechanischen können wir ca. 80 Kilo beaufschlagen. Ja, also mechanisch wäre, das sieht man hier ja auch, würde man hier ja verstellen. Ne? Und genau, bei der mechanischen haben wir dann nicht den Hydraulikzylinder, ja, sondern eine Feder. Und wir können dann werkzeuglos hier oben über das Federpaket den Druck verstellen. Was schön ist, wenn du noch einmal herkommst, wir haben bei der Maschine keine Aufkleber. Hier sehen wir entsprechend Plus und Minus. Das heißt, ich kann auch noch nach 10 Jahren sehen, wenn ich was verstelle, was passiert. Sehr schön, ja. Und hier sind wir jetzt hydraulisch unterwegs, genau? Genau, hier sind wir jetzt hydraulisch unterwegs mit einem doppelwirkenden Zylinder. Wir haben hier bei der Maschine maximalen Schardruck von 350 Kilo, die wir beaufschlagen können. Bedeutet, wir haben quasi das Element an sich, das hat ein Gewicht von 120 Kilo oder sowas, ne? Genau. Und dann, also in Summe sind wir dann bei 350, die wir da... Genau, maximal. Okay. Also inklusive der 120 Kilo Eigengewicht haben wir maximal 350 Kilo, die wir pro Aggregat beaufschlagen können. Okay. So können wir es aus der Kabine mechanisch dann oder per Knopfdruck aus der Kabine dann verstellen, den Schaddruck erhöhen, verringern. Ja. Die nächste Ausbaustufe wäre dann Smart Force. Smart Force ist eine automatische Schaddruckregelung. Mhm. Wir haben am zweiten und am vorletzten Aggregat Messbolzen, die die Aufstandskraft messen, hier einen Tiefenanschlag von den Tragrädern. Wir sehen hier entsprechend das Kabel. Wir haben hier einen Messbolzen, der dann die Aufstandskraft misst von den Tragrädern, die beaufschlagt werden. Ich gebe einen Kilowert im Terminal ein und so regelt die Maschine vollautomatisch immer den Schardruck und korrigiert den bei leichten und schweren Böden. Ja, kann ich vielleicht noch mal ein Bild zu einblenden? Genau. Entlastet natürlich den Fahrer, vollautomatisiert. Ich muss nicht entsprechend immer den Schardruck anpassen, wenn ich wechselnde Böden habe auf einer Fläche. Ja, und vor allem, wenn ich auch irgendwo zum Beispiel mit einer Kreiselegge, wenn ich vorweg gearbeitet habe, irgendwo nicht ganz reingekommen bin oder sowas, dann würde es dann natürlich noch angeglichen werden, ne? Genau, ja, genau. Okay. Dann haben wir hier entsprechend unser Düngerunterfußschar. Ist ein Doppelscheibenschar mit 400 mm Durchmesser, wartungsfreie Lager. Mhm. Und hier dann die HD-gekoppelte Variante, die dann gekoppelt ist am Seeaggregatrahmen, wo wir ein 200 Kilo mechanisch maximal beaufschlagen können aufs Düngerschar. Mhm. Und das Charmante, dass natürlich jetzt das Parallelogramm geführt sozusagen mit der Arbeitstiefe oder mit der Ablagetiefe sozusagen mit verändert wird, ne? Genau, wenn ich hier jetzt entsprechend den Druck erhöhe oder die Ablagetiefe verstelle, hinten vom Seeaggregat verstellt sich auch das Düngerschar, weil es halt hier gekoppelt ist am Aggregat. Es gibt auch eine andere Variante, da ist es angeschraubt hier vorne mit einem Profilrahmen. Da ist es so, es verstellt sich dann nicht, dann habe ich aber wieder mehr Bauraum hier vor dem Aggregat und könnte dann noch einen Stern- oder Klutenräumer davor bauen, hier in diesem Raster. Ja, okay. Dann kommen wir zum Seeaggregat, hier zu den Behältern. Wir haben hier 55 Liter Saatgutbehälter für Mais und dann noch hinten adaptiert Mikrogranulat mit 17 Liter Fassungsvolumen. Wenn ich kein Mikrogranulat brauche oder benötige, gibt es auch die Möglichkeit, dass wir einen 70 Liter Behälter montieren können fürs Mais-Saatgut. Ja, okay. Wir haben dann hier entsprechend immer zwei Tragrollen verbaut bei der Precea. Wer die Idee kennt, sieht sofort, dass wir deutlich breiter sind und deutlich größeren Durchmesser. Hat halt den Hintergrund, durch die hohen Fahrgeschwindigkeiten muss die Maschine schon gut geführt sein. Deswegen pendelnd aufgehangen, die beiden Tragräder, und halt 115 mm breit. Mhm. Die Precea gibt es nur als Mulchsaat-Variante, entsprechend hier vorne mit unseren Schneidscheiben. Mhm. Wo du gerade Schneidscheiben sagst,
Ich habe mich gerade noch gefragt, auch vorne beim Unterfußdünger, wenn die Scheiben verschleißen, kann ich da auch was verändern sozusagen, dass sie enger zusammenstehen oder wie würde ich da vorgehen? Genau. Wer das Twintec-Schar, das Doppelscheiben-Schar von Amazone kennt, wir haben zwischen der Lagerung und zwischen Lagerung und Scheibe haben wir Distanzscheiben. Die Distanzscheiben können wir entnehmen, sodass die Doppelscheiben dichter zusammenkommen. Und so können wir das Schar von 400 mm bis auf 340 mm runterfahren, bis zu der Verschleißgrenze. Gibt es da irgendwie einen Anhaltswert, wie eng die zusammenstehen müssen oder sowas, bis ich die Ringe rausnehme? Oder? Wenn ich auf der einen Seite drehe und die andere Seite dreht sich nicht mit von der Scheibe, dann ist das der Punkt, wo ich die weiter zusammensetzen muss. Okay. Mhm. Also das auch beim Doppelscheibenschar bei uns ist es so, drehe ich die eine Seite und die andere Seite dreht sich nicht mit, dann muss ich eine Scheibe entsprechend jede Seite rausnehmen. Alles klar. Okay. Genau. Thema Mikrogranulat. Wir haben ja jetzt hier die Abgabe direkt hinten hinter der Fangrolle. Gibt es da auch die Möglichkeit, speziell wenn ich mit der Maschine beispielsweise auch Raps ausbringen möchte, dass ich Schneckenkorn oben drauf streue? Genau. Dafür gibt es dann die zweite Variante oberhalb. Deswegen haben wir hier zwei Ablässe, die ich mechanisch dann hier umstellen kann. Hier in der Maschine, bei der Ausstattung, lege ich damit ja nur Mais. Ja. Deswegen haben wir jetzt nur in der Saatfurche. Wir haben aber entsprechend einen zweiten Schlauch, wo wir es dann oberflächlich ausbringen können. Zum Beispiel Schneckenkorn. Ja, okay. Mhm. Dann hier noch ein Punkt. Abstreifer haben wir serienmäßig immer verbaut bei den Tragrollen. Mhm. Wir können auch hier alles werkzeuglos verstellen. Es ist nummeriert mit Buchstaben. Mhm. Ja, das ist dann einmal die Ablagetiefe, die wir hier einstellen. Und hier optional haben wir noch Zustreicher verbaut, die wir auch werkzeuglos entsprechend in der Höhe verstellen können. Ja. Bei den Andruckrollen haben wir jetzt hier unsere glatten mit 50 mm Breite. Es gibt auch glatte mit 35 mm. Oder entsprechend 50 mm grob gezackt für schwere Böden. Ja. Diese glatten sind aber am universellsten, vor allem hier in der Region bei uns in Nordwestdeutschland. Und ich weiß nicht, ob es im Video so rüberkommt, das sind schon ganz schöne Okolyten. Also vor allem im Vergleich zu unserer Maschine sind die schon sehr groß. Aber durch die hohen Fahrgeschwindigkeiten braucht man halt auch den Durchmesser. Wie bei den Tragrollen ist es hier hinten bei den V-Andruckrollen genau das Gleiche. Ja, ja. Und wir können hier werkzeuglos den Druck verstellen. Und auch hier sieht man wieder keinen Aufkleber, es ist eingelasert. Nach oben minus weniger Schardruck, nach unten plus mehr Schardruck. Also auch hier nach 10 Jahren kann ich es noch erkennen. Wir können natürlich auch den Winkel noch der Andruckrollen verstellen, werkzeuglos. Ja, hinten hinter, ne? Genau. Ja. Mhm. Ja, selbsterklärend. Es ist alles selbsterklärend und ich muss keinen Schlüssel mehr mitführen, nichts auf den Schlepper hinlegen. Ja. Wie gesagt, alle Einstellungen mache ich hier werkzeuglos. Ja, okay. Dann wahrscheinlich jetzt erstmal zum Herzstück, oder? Genau. Dafür würde ich sagen, gehen wir zu der 8. Reihe ganz nach außen. Yep. Ja, wir haben hier eine Überdruckvereinzelung. Wir arbeiten ca. mit 45 Millibar und schießen das Korn unten zur Andruckrolle. Das Prinzip ist ähnlich wie bei der EDX, aber wir haben hier keinen zentralen Tank, sondern unsere einzelnen Pötte wie bei der ED in der Vergangenheit. Aber auch hier haben wir... brauchen wir keinen Schlüssel, wir können alles werkzeuglos öffnen. Wenn wir uns den Deckel hier einmal anschauen. Wir haben hier keinen Schlauch dran, ich kann ihn schön entnehmen, habe genug Platz zum Arbeiten. Dann der nächste Clou bei dieser Vereinzelung, bei dem Deckel ist, wir haben hier unsere Dichtung, die sich mitdreht. Mhm. Wenn ich die Scheibe einmal ausbaue, ich glaube, dann sieht man es besser. Auch die baue ich werkzeuglos aus. Dreht die Scheibe sich mit der Dichtung. Hat halt den Vorteil, dadurch, dass die Dichtung sich mit der Scheibe dreht, habe ich deutlich weniger Kraftaufkommen am Elektromotor, als wenn jetzt die Scheibe auf der Dichtung drehen müsste. Dadurch haben wir eine Stromaufnahme von 0,8 Ampere. Ja. Der Wettbewerb ist eher über 1,0 und braucht dann entsprechend eine Lichtmaschine auf der Maschine. Also hier ist keine quasi drin verbaut. Wir können alles über die Bordelektronik vom Schlepper abrufen sozusagen. Also bei allen Präzisen bei uns, ob 3 Meter, 4,5 Meter, 6 Meter, ob 45 cm Reihenabstand und dann 12 Reiher oder wie hier, brauchen wir keine Lichtmaschine. Geil. Da reicht die 12 Volt Batterie vom Schlepper völlig aus mit der Lichtmaschine. Wieder ein Bauteil, weniger was kaputt gehen kann. Genau, das ist halt der Punkt. Ja. Und das ist eigentlich
sehr einfach gelöst und clever gelöst. Ich habe einmal keinen Verschleiß an der Dichtung. Und wie gesagt, der nächste Vorteil ist, keine Lichtmaschine, weniger Komponenten in der Maschine verbaut. Okay. Was wir dann auch haben, serienmäßig, ist ein Auswerfer. Habe ich mal schlechte Kornqualitäten mit einem hohen Bruchkornanteil. Und hier sitzt in der Scheibe ein Bruchkorn, wird es automatisch immer rausgedrückt. Ja, es bleibt in der Vereinzelung. Aber wir sehen jetzt gleich, wie einfach man die Maschine entleeren kann. So kann ich täglich abends nach Feierabend einmal entsprechend alles entleeren und das Bruchkorn rausnehmen. Mhm. Dann haben wir hier unsere Abstreifer. Die Abstreifer stellen sich vollautomatisch ein. Das ist schon mal mega nice. Ist halt eine riesen Entlastung für den Fahrer. Der Vorteil ist hier, wir haben hier vorne einen Minijob-Rechner. Jedes Aggregat stellt sich vollautomatisch ein. Das heißt, wir haben hier 8 Aggregate, 8 Pötte. Wir könnten 8 verschiedene Saatgüter mit unterschiedlichen TKG einfüllen. Und jedes Aggregat stellt sich nach 50 Meter vollautomatisch ein. Über entsprechend den Optogeber, der hier verbaut ist. Der Optogeber erkennt Doppel- und Fehlablagen und kommuniziert mit den Abstreifer. Und diese stellen sich dann vollautomatisch ein, die 3 Rollen. Und ist halt eine Riesenentlastung für den Fahrer. Mhm. Bei der EDX hatten wir das auch schon, da musste ich aber als Fahrer in der Kabine mit Plus und Minus die Abstreifer weiter rein- oder rausfahren. Hier vollautomatisch eine Riesenentlastung. Hat das jemand anders auch oder ist das? Nein. Also ist mir jetzt nicht bewusst, dass ein anderer Hersteller das auch so hat. Habe ich so auch noch nicht gehört. Genau. Und das ist serienmäßig bei der Super immer mit verbaut, ist keine Option. Also habe ich die Precea Super, habe ich das immer so, wie wir es jetzt sehen. Mhm. Dann entsprechend haben wir hier noch einen Schließschieber, wo ich entsprechend je nach TKG einstellen kann, wie viel Saatgut hier unten anliegen muss. Bei großen Körnern muss der Schieber natürlich weiter auf, bei kleinen Körnern muss der Schieber weiter zu. Mhm. Dass ich immer optimal die Kammer hier unten leicht gefüllt habe. Mhm. Was hat das für einen Grund, dass der Pinsel da rechts so ausgekehrt ist? Damit das Saatgut entsprechend hier auch zurücklaufen kann. Und je nach Betriebsanleitung kann man dann entsprechend dann den Füllstand hier einstellen. Sieht man ja entsprechend nach den Lochrastern. Ja, okay. Dann, wie eben schon anfangs erwähnt, haben wir eine Überdruckvereinzelung. Wir arbeiten mit ca. 45 Millibar. Mhm. Die Luft wird dann hier entsprechend unterbrochen. Und das Korn kann dann nur noch hier durch den Schusskanal runtergeschossen werden. Wenn wir uns das jetzt so hier anschauen, dann sehen wir hier in der Position, das ist ungefähr hier, wird die Luft unterbrochen und das Korn fällt automatisch hier in dem Fallrohr. Mhm. Und dann schießen wir das Korn mit hohen Geschwindigkeiten, ca. 40 km/h, unten zur Andruckrolle. Ja. Unten haben wir dann unseren feuchten Former. Ja, damit wir es schöner hier zeigen können, haben wir einmal die Tragrolle abgebaut. Also wie gesagt, wir schießen mit hohen Geschwindigkeiten das Korn dann runter zur Andruckrolle. Hier unten haben wir dann einen feuchten Former. Das heißt, wir verdichten vor der Saat entsprechend nochmal die Saatrille, wie wir es auch kennen von der Keilringwalze. Das Korn wird dann hier vor der Andruckrolle vorgeschossen. Die Andruckrolle läuft leicht auf Walk, sodass das Korn auch nicht drunter hergeschossen werden kann. Und wir drücken nach der Saat dann auch wieder an. Mhm. Okay. Ja, und in dem Fall ist jetzt da hinten hinter dann halt noch Mikrogranulat, ne? Genau. Hier dann in der Saatfurche können wir dann Mikrogranulat noch applizieren. Mhm. Der Furchenformer ist Hartmetall beschichtet, also hat entsprechend noch hohe Standzeiten. Ja. Okay. Cool. Was wir auch serienmäßig bei der Precea Super verbaut haben, ist hier hinten ein Abdrehtaster, wo die Vereinzelung mit antreiben können. Jedes Aggregat für sich. Um einfach zu kontrollieren, ob dann das Saatgut entsprechend vereinzelt wird. Das heißt, wenn ich da jetzt einmal drauf drücke, dann dreht im Prinzip dann... Dann dreht die Vereinzelungsscheibe. Das können wir auch nachher im Feld ja einmal demonstrieren. Ja. Zum Beispiel, wenn eine Blockade mal hier oben entstehen sollte, kann ich hier den Stift ziehen. Wir können entsprechend hier das Rohr ausbauen. Wir haben serienmäßig immer abwehrt eine Bürste mit im Lieferumfang und können dann versuchen, erstmal die Verstopfung hier oben zu befreien mit der Bürste, bauen das dann wieder zusammen und können über den Taster dann kontrollieren, ob die Maschine wieder einsatzbereit ist. Ja, ohne den Deckel und so weiter abzubauen, wie wir es jetzt haben quasi. Ne? Einfach komfortabler. Ich habe mir so die Wege gespart auf die Schlepperkabine und muss nicht erst über das Schlepperterminal oder über das Isobus-Terminal die Maschine betreiben. Ja, okay.
Und ich dachte erst, es wäre dafür, um zu kontrollieren, ob alle Löcher vernünftig belegt sind und ich keine Doppel- oder Fehlstellen habe. Aber da war mir auch noch nicht bewusst, dass sie das ganze Ding komplett automatisch einstellt. Also da bin ich auch wirklich mal auf die Praxis gespannt, wie es funktioniert. Genau. Ansonsten Fahrtrichtung links, das kann man sich ja auch, können wir uns gleich einmal uns anschauen, dass man, oh, die Entleerung, wollen wir das noch einmal? Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, für die Restmengenentleerung haben wir dann hier den Falteimer. Ja. Sehr komfortabel gelöst. Wir haben hier in dem Behälter eine Abdrehrutsche. Kann ich in jeden Behälterdeckel entsprechend parken. Ja. Fahrtrichtung links können wir dann entsprechend die Maschine entleeren. Wir hängen hier entsprechend die Rutsche rein. Ja, wir das ist schon mal sehr cool. Haben hier entsprechend nochmal die Halter für den Falteimer. Und hier dann die Verriegelung öffnen. Ja. Das ist einfach so eine Kleinigkeit schon wieder, dass man hier einfach den Eimer einhängen kann. Sonst hantiert man da wieder mit irgendwelchen Säcken rum oder sonst irgendwas. Das ist einfach schön, ja. Genau, ist einfach komfortabel und schnell gelöst. Und wenn man keinen Platz hat, zum Beispiel ist der Ladesteg im Weg oder ein Rad hinten zwischen den Aggregaten, können wir auch auf der anderen Seite die Maschine entleeren. Und das demonstrieren wir euch jetzt. Wenn wir dann auf der rechten Seite die Maschine entleeren, es ist ähnlich aufgebaut. Auch hier können wir unsere Rutsche einhängen. Und entsprechend Restmengen leer, die Vereinzelung hier Fahrtrichtung rechts entleeren. Ja, also so würde ich dann das komplette Element auch leer kriegen. Dann, genau. Ja. Mache ich nur einen Saatgutwechsel, reicht das links ja völlig aus hier über die Klappe. Es bleiben dann ein paar Körner noch drehen. Kannst du noch mal raufzeigen eben? Dann geht die Klappe hier entsprechend auf. Die Klappe auf. Ah, okay, ja. Es bleiben dann minimal ein paar Körner drehen, ist aber, glaube ich, verkraftbar. Möchte ich aber jetzt zum Beispiel Versuche anlegen und ich möchte die Vereinzelung zu 100% gereinigt haben, mache ich das Fahrtrichtung rechts. Ja. Oder ist irgendwas links im Weg, der Tritt zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, dann kann ich es auch auf der rechten Seite machen. Ja. Und ich kann entsprechend über den Schieber ja dann auch regeln, wie viel Saatgut nachlaufen soll, wenn der Behälter zum Beispiel voll ist. Ja, okay, habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gesehen von beiden Seiten. Genau. Das ist einfach sehr komfortabel gelöst. Ja. Okay. Ja, Mikrogranulat können wir entsprechend auch sehr schnell auseinanderbauen für die Reinigung. Wir haben hier schnell den Motor ausgehangen. Ja. Können ihn hier entsprechend einhängen. Den Dosierer demontieren. Für eine Reinigung abends nach Feierabend. Bei hohen Luftfeuchtigkeiten macht man das ja doch öfters, dass man dann die Dosierkern einmal reinigt und dann entsprechend wieder einbaut. Mhm. Wie man hier sieht, ist das doch schnell gelöst. Und da gibt es dann verschiedene Dosierräder, ne? Genau, es gibt verschiedene Dosierräder. Wir haben jetzt hier 12 Kubik, was wir eigentlich zu 90% der Fälle bei Mikrogranulat dann verbauen. Ja, okay. Einbau wahrscheinlich genauso schnell, ne? Einbauen ist genauso. Entsprechend den Motor dann wieder rein. Klappe wieder zu, Schieber auf. Gut ist. Genau. Wir können dann hier entsprechend die Bodenklappe öffnen für eine Restmengenentleerung. Und Fahrtrichtung links können wir entsprechend den Fahrtern verstellen, wo dann das Mikrogranulat ausgelassen werden soll. Hier in die Richtung, in die Saatfurche oder zum Abdrehen entsprechend hier dann raus, wo ich einen Falteimer drunter stelle. Mhm. Okay. Zwei Fragen habe ich noch. Ja. Zum einen haben wir jetzt hier hinten eine Förderschnecke dran. Genau. Damit können wir Unterfußdünger einfüllen, ne? Genau. Da sind auch noch verschiedene Hydraulikzylinder dran. Was haben die zu sagen? Damit die Schnecke entsprechend, damit wir eine Transporthöhe haben von 4 Meter, fährt die Schnecke automatisch hoch. Das ist gekoppelt am Klappmechanismus, damit ich im zusammengeklappten Zustand die Maschine entsprechend absenken kann. Ah, alles klar. Okay. Und die ist auch hydraulisch angetrieben? Genau. Also beim Befüllen fährt die Schnecke, indem ich hier dann drücke, fährt die Schnecke automatisch runter in die unterste Position, damit ich komfortabel von unten befüllen kann, wenn ich dann unterm Anhänger zum Beispiel fahre. Bloß wenn wir dann in unteren Positionen wären, wären wir eigentlich über 4 Meter im geklappten Zustand. Mhm. Deswegen fährt es dann automatisch über den Hydraulikzylinder wieder hoch. Kann ich die Maschine im ein- und ausgeklappten Zustand befüllen? Muss ausgeklappt sein. Muss ausgeklappt sein, okay.
Gut, und ich sag mal, die ergibt auf jeden Fall auch schon Sinn, weil wenn ich die Maschine eingeklappt habe, dann komme ich da auch mit Big Bags oder so nicht wirklich hin. Und genau. Ja, so ist auf jeden Fall die charmantere Lösung. Ne? Genau, und ich muss die Plane aufmachen und in eingeklappten Zustand komme ich entsprechend hier nicht hoch und kann die Plane öffnen. Wo du da oben schon stehst, da oben ist noch ein Kugelhahn. Genau, hier kann ich dann entsprechend die Schnecke betreiben, also starten oder entsprechend deaktivieren. Ich gebe Druck über Hydraulik, über meinen Schlepper, über Steuer gebe ich Druck auf die Leitung und kann dann hier hinten die Schnecke aktivieren. Okay. Mhm. Ja, zum Abschluss hier an der Maschine eine Neuheit. Wir haben jetzt geklappte Beleuchtung hier verbaut, hydraulisch geklappt. Ich muss mechanisch die Beleuchtung nicht mehr umklappen, sondern die Hydraulikzylinder sind gekoppelt am Klapprahmen. Ja. Klappe ich die Maschine ein, fahren sie automatisch aus, klappe ich die auseinander, fahren sie automatisch hoch. Und das demonstrieren wir euch gleich, wenn der Schlepper davor ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich das nicht habe, dann kann ich mir die auch schön zerstören beim Klappen? Genau, wenn ich die nicht habe, auf dem Acker ist es nicht so schlimm, der Boden gibt nach, auf dem Hof, gepflasterten Hof, kann es sein, dass ich hier dann entsprechend also auf jeden Fall Beleuchtung habe. Sinnvolle Investition. Ja. Und eine abschließende Frage noch, wir haben ja jetzt hier quasi eine getragene Maschine in Dreipunkt. Natürlich kommen da ja dann irgendwann noch einige Gewichte zusammen und kommt auch immer ein bisschen drauf an, was für einen Schlepper ich davor habe, ob ich jetzt quasi ein bisschen aufpassen muss mit meiner maximalen, mit meinem Maximalgewicht sozusagen. Gibt es da auch zukünftig eine gezogene Variante von? Oder wie ist da so der Plan? Ja, man ist auch an was Gezogenen dran. Wann das kommt, kann ich jetzt nicht beantworten. Aber da sind wir auch mit am Ball, ja. Okay, super. Alles Weitere dann in den nächsten Videos. Genau. Und sobald wir die Sollausbringmenge erreicht haben, leuchten die LED-Strahler durchgehend. Filmst du eigentlich die schon? Ja. Oh.